Auch beim runden Tisch mit Tarek Leitner ist es gestern um den Rücktritt von FPÖ-Chef Norbert Hofer gegangen. Der Zeitpunkt sei selbst für Klubobmann Herbert Kickl überraschend gewesen, meint der Innenpolitikjournalist Gernot Bauer von Profil. Ich glaube, der Zeitpunkt war tatsächlich überraschend, selbst für einen Strategen und Taktiker wie den Herbert Kickl. Ich glaube, er spekuliert mit Neuwahlen, dass die bald kommen, dass sein eigener Parteichef so früh das Handtuch wirft, hat er nicht geglaubt. Aber es ist natürlich auch seine Schuld, nicht? Norbert Hofer wollte wahrscheinlich mit dieser letzten Wolte noch ein kleines Revanche-Foul begehen für all das, was er in den letzten Wochen erleben musste. Und es war vielleicht auch der Versuch, so im Abgang noch etwas Würde zu behalten und diese Selbsterniedrigung zu vermeiden. Und da hat er zumindest ganz zum Schluss den Herbert Kickl noch ein Ei legen können. Darauf war er nicht vorbereitet. Sebastian Kurz hat ja auch seinen Parteichef damals mürbe gemacht, bis der ebenso überraschend abgetreten ist. Aber Kurz hatte einen generalstabsmäßig ausgearbeiteten Plan in der Schublade, der in dieser Sekunde entfaltet wurde. Glauben Sie, hat das Herbert Kickl auch oder kennen wir den nur nicht? Nein, ich weiß nicht, aber ob er es in der Schublade hat. Ich glaube, er ist nicht so sehr der Mann, obwohl man ihm das zugeschrieben hat, dass er eigentlich der geniale Taktiker ist. Ich finde nur, was Sie angesprochen haben, faszinierend, die Parallele. Mitterlehner hat gesagt, er ist kein Statthalter für irgendjemanden. Hofer sagt, er lässt sich nicht jeden Tag ausrichten, dass er eine Fehlbesetzung ist. Also das ist absolut das Gleiche. Mitterlehner wurde nicht von Kurz direkt, bedrängt, sondern nicht öffentlich Kurz hatte einen Adlatus sozusagen in dem damaligen Innenminister Sobotka. Kickl hat das in den letzten Wochen selbst gemacht. Aber wie Sie gesagt haben, ich glaube, er rechnet mit Neuwahlen, die aber so nicht kommen werden. Und was faszinierend ist, er hat offenbar so, vielleicht ist er gar nicht so intelligent, wie man immer gesagt hat, aber er hat offenbar keine Selbstreflexion. Er muss wissen, dass mit diesen Auftritten, die er in der letzten Zeit geliefert hat und vor allem dem im Wiener Prater bei der Anti-Corona-Demonstration, dass er damit als Regierungspartner erledigt ist. Er kann es nicht werden. Und was bitte hat das für, zu Ende gedacht, was hat das für einen Sinn, wenn er zwar vielleicht die Wahl besser gewinnt als der Hofer, aber da mit dem nichts anfängt? Was hat das für einen Sinn? Bevor wir in diese Perspektiven gehen und in die Zukunft blicken, Herr Mölzer, blicken wir noch einmal kurz zurück. Hätte Norbert Hofer jetzt in diesen Tagen und Wochen, in denen er der Kritik ausgesetzt war durch Herbert Kickl, eigentlich noch eine andere Chance gehabt, in der Partei durchzugreifen, Stärke zu zeigen? Oder hat es ihm da an Rückhalt gefehlt in den entsprechenden Gremien, im Club vor allem, an Rückhalt und auch an Mehrheit möglicherweise bereits? Naja, ich habe das mehrfach gesagt, dass es offenbar zwei Elemente gibt bei diesem überraschenden Rücktritt. Zum einen doch persönliche Verletzungen, die vielleicht von Betroffenen, nämlich vom scheidenden Parteiobmann der FPÖ, doch als schwerwiegender gesehen wurden, als man es von außen gesehen hat. Und zum anderen doch eine gewisse innere Logik oder politische Logik, die vielleicht Hofer auch gesehen hat. Dass nämlich diese Partei kurz- und mittelfristig auf Opposition fixiert ist und dass er vom Typus her, vom Habitus her, vom Naturell her, eben kein scharfer Oppositionspolitiker ist. Und eine gewisse Einsicht auf seiner Seite dürfte da auch mitgespielt haben. Also da bräuchte es dann wieder einen Wechsel, wenn die Partei in die Regierung will. Aber dazu, Wer sagt das? Schauen Sie. Weil Sie gesagt haben, das ist angelegt auf eine Oppositionsparteichefzeit. Kurz und mittelfristig. Schauen Sie, wie oft, und das weiß die Frau Rohrer ganz genau, wie oft hat man dem Jörg Haider nachgesagt und auch dem Heinz-Christian Strache danach, dass die können nie regieren, das und das, was sie da gesagt haben, die Missgeburt vom Haider und. Und dann ist alles ganz anders gekommen. Zuerst war die FPÖ außerhalb des Verfassungsbogens und dann war sie auf einmal wieder drin, wenn es gepasst hat für die ÖVP und. Das ist ja alles offen. Nach entsprechenden Wahlergebnissen können natürlich dann Regierungskonstellationen wieder kommen. Nur im Moment ist die FPÖ gut beraten, und Kickl weiß das und Hofer offenbar auch, sich die Oppositionsrolle auszusuchen, um sich eben zu regenerieren, zu stärken und. Herbert Kickl, Andreas Koll hat immer betont, er will ja gar nicht Parteichef werden, es geht ihm ja nur um die
allfällige Spitzenkandidatur bei einer allfälligen früheren Neuwahl. Jetzt ist er möglicherweise Parteichef, was er zumindest explizit gar nicht werden wollte, und nicht Spitzenkandidat, weil es vielleicht gar keine Neuwahlen gibt. Ist er da in der richtigen Rolle? Naja, ich glaube, er ist überhaupt nicht in der richtigen Rolle, denn ich widerspreche auch ungern, aber doch, Frau Kollegin Rohrer. Ich glaube nämlich gar nicht, dass der Herr Kickl mehr Chancen beim Wähler und bei der Wählerin hat, als es der Hofer gehabt hätte. Ich meine, es ist schon wahr, bei den ganzen Parteiveranstaltungen hat der Kickl mehr Applaus bekommen als der Hofer. Nur die Wähler sind ja nicht bei den Parteiveranstaltungen. Dort ist die FPÖ-Basis, dort sind die Hardcore-Wähler. Eine Wahl gewinnen kann man nur, wenn man über dieses Kernelement sozusagen, über diese Kernschichten hinaus Menschen an sich ziehen kann. Nicht? Und ich meine, ich bin grundsätzlich gegen Doppelspitzen in der Politik, nicht? So wie die deutschen Grünen. Das finde ich relativ bescheuert. Unter uns gesagt, dass die dort zwei Spitzenkandidaten haben oder auch die dortigen Sozialisten. Mussten sich aber jetzt auch entscheiden, ja, dann letztlich. Nur also irgendwann ist, müssen solche Punkt Doppelspitzen dann gelöst werden. Bei den Freiheitlichen wäre es gar nicht so blöd gewesen, diese Art Doppelspitze, so wie es geplant war. Das war ja die Strategie. Nicht? Also im Gegensatz zu Kurz oder Strategie gehabt, wie er die Partei übernahm. Kickl hat die Strategie zerstört, wie er jetzt die Partei übernimmt. Die hätten den Hofer ansetzen sollen an die Bürgerlichen, alle die, die vielleicht vom Sebastian Kurz enttäuscht sind. Und den Kickl hätten es ansetzen sollen an alle, die halt von Corona sozusagen jetzt enttäuscht sind und nicht an die Impfungen glauben und sich abwenden sozusagen von den Mainstream-Parteien und so weiter. Und zu zweit, also mit dieser Zwei-Säulen-Theorie, hätten sie vielleicht annähernd eine Chance gehabt, eine Wahl, also zu gewinnen eh nicht, aber halt über 20% zu kommen. Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Norbert Hofer ist ja heute nicht aus der Politik abgetreten. Er ist ja nur zurückgetreten als Parteiobmann der FPÖ. Aber ist es denkbar, dass er mehr als ein einfacher Abgeordneter oder jetzt eine Zeit lang Nationalratspräsident bleibt, aber noch eine wichtigere Rolle in der FPÖ spielt, zum Beispiel als Kandidat für die Bundespräsidentschaftswahl nächstes Jahr? Das ist immer wieder ins Treffen geführt worden heute. Ich persönlich glaube nicht, dass das möglich ist. Ja, warum? Erstens, glaube ich, wird vielleicht Herbert Kickl dafür sorgen, dass er möglichst schnell verschwindet, weil natürlich Norbert Hofer bleibt immer ein Mahnmal und eine Erinnerung zu den Umständen, wie er abgelöst wurde. Und das Zweite ist, ich glaube, das sind jetzt nicht nur seelische Verletzungen, sondern ich glaube, dass Norbert Hofer tatsächlich erschöpft ist. Also wir haben besprochen, er war Präsidentschaftskandidat, er war Spitzenkandidat. Seit 4-5 Jahren ist er auf Achse und er ist natürlich nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, sonst wäre er jetzt auch nicht in der Reha gewesen. Also ich glaube, er muss schon sehr kämpfen mit seiner Gesundheit, dass er in der Spitzenpolitik sein kann. Und ich glaube, das spricht auch gegen eine neuerliche Kandidatur als Präsidentschaftskandidat. Das muss man sagen. Ich meine, die Legislaturperiode, falls sie ausgedient wird sozusagen, hat er quasi erst begonnen. Also die Wahlen sind erst in 3 Jahren. So lange kann der Herr Hofer natürlich Nationalratspräsident sein. Und ich glaube, ob er bleibt in der Partei vorhanden, ja oder nein, ich glaube, das kommt auch sehr stark natürlich auf ihn an, ob er das will und so weiter. Und man kann ihn natürlich dann schon so als älter Statesman präsentieren, wenn man die FPÖ ist. Als Nationalratspräsident. Aber wenn wir jetzt auf die Bundespräsidentschaftswahl blicken, das ist ja so ein Zwischenwahlkampf dann für jede Partei, die jetzt nicht unbedingt davon ausgeht, dass ihr Kandidat auf jeden Fall es schaffen könnte oder in den Bereich kommt. Und das würde ja dann die Politik konterkarieren, die diese Partei sonst macht. Natürlich, man muss auch sagen, wenn die Freiheitlichen unbedingt viel Geld verbrennen wollen, dann sollen sie den Hofer antreten lassen zur Präsidentschaftswahl. Denn wenn der Herr Bundespräsident Van der Bellen noch einmal antritt, ist er ohnehin unschlagbar. Wenn er das nicht tut, aber es deutet dann nichts darauf hin, dass er nicht mehr antritt, dann werden natürlich die Karten neu gemischt. Nicht? Aber ich meine, es ist halt immer schwer für eine Partei wie die FPÖ, das hat man ja gesehen, bei einer bundesweiten Wahl zu reüssieren, wenn sich alle anderen Kräfte bündeln. Nicht? Da haben sich die Roten, die Schwarzen, die Pinken und die Grünen gebündelt und haben den Van der Bellen zum Bundespräsident gemacht. Und sowas würde ja wieder passieren. Also insofern sehe ich den Sinn nicht, den Herrn Hofer noch einmal in eine Präsidentschaftswahl zu schicken. Also das hat ja glaube ich jetzt im Moment das wirklich nicht Wesentliche in meinen Augen im Moment, also die, wie sie sich dann entscheiden und ob der Van der Bellen und nicht, aber das Wesentliche ist, wie agiert die FPÖ und wie jetzt und wie ernst zu nehmen ist sie in ihrer Kontrolle in der Regierung, in der eigentlichen Aufgabe der Opposition. Wenn ich einen Spitzenmann habe, sage ich mal so, auf welcher Position immer, von dessen Rede, ich brauche nur die Brotterrede auf und abspielen, auf und abspielen. Und jeder wird sehen, dass das eigentlich, dass es da auch nicht um das Land geht, dass da
da eben persönliche Sachen dermaßen eine Rolle spielen und der Tonfall, die Tonalität dieser Rede muss doch eigentlich jeden verschrecken und das ist ganz schlecht für den, dass man die Opposition eigentlich ernst nehmen muss, das ist ganz schlecht für dieses Bild. Ist er da getrieben von einem Trauma, das vielleicht herrührt durch diese Entlassung durch den Bundespräsidenten auf Vorschlag des Bundeskanzlers? Na, wissen Sie, was ich wirklich stört? Ich meine, das stimmt schon, was Sie sagen. Nur mich stört ganz massiv, dass seit dem Ibiza-Ausschuss die SPÖ und die Neos, zum Teil auch die Grünen, die Freiheitlichen zurückholen sozusagen in den Chor der zivilisierten Parteien. Nicht, da gibt es ständig Pressekonferenzen der SPÖ, der FPÖ und der Neos, und die dürfen gleichrangig nebeneinander stehen und die Saubermänner spielen in Sachen Ibiza, nur damit es der ÖVP schaden. Das stört mich eigentlich sehr massiv, weil dadurch ja die Ibiza-Schuldfrage völlig ausgeblendet wird und der FPÖ dadurch ein massiver Startvorteil geboten wird für allfällige Neuwahlen, weil da dann sozusagen die bösen Buben alle bei der ÖVP sitzen und das, was die Freiheitlichen angestellt haben in Ibiza, völlig in Vergangenheit, in Vergessenheit geraten. Aber wird das jetzt schwieriger, dass selbst solche Zweckallianzen, da reden wir lange nicht über Koalitionen, aber Zweckallianzen, um einen Misstrauensantrag zum Beispiel, wie wir das hatten, gemeinsam zu unterstützen oder was auch immer. Wird das schwieriger durch einen Parteichef? Naja, wenn die beiden anderen Oppositionsparteien sozusagen ehrlich sind und ihre moralischen Standards so lassen, wie sie sind oder so, wie sie behaupten, dass sie sind, dann können sie einfach nicht so kooperieren mit der Kickl-FPÖ, wie sie es vorher mit der Hofer-FPÖ getan haben. Ob das tatsächlich so eintritt, also da müssten wir jetzt bei den Neos und bei den Sozialdemokraten nachfragen. Heißt das, dass dieser Andreas Kohlsche Verfassungsbogen, der heute da schon öfters gefallen ist, als er die FPÖ eben als draußenstehend bezeichnet hat und daher nicht als regierungsfähig, was sich dann später als umgekehrt wieder herausgestellt hat, weil, wie der Herr Mölzer richtig angesprochen hat, die ÖVP dann tatsächlich ja mit dieser Partei in die Regierung gegangen ist. Aber heißt das, dass sie jetzt gerade wieder herausfällt, nämlich de facto herausfällt, weil es vielleicht diese Bilder nicht mehr geben wird nach dem Ibiza-Ausschuss, wo die drei gleichberechtigt nebeneinander stehen, die Fraktionsführer der im Ibiza-Ausschuss, dass es keine Koalitionsvarianten gibt, die denkbar sind, dass es keine Kooperationen gibt, Zweckbündnisse gibt, dass die FPÖ mit Herbert Kickl plötzlich, also ich frage, ob ich das da richtig heraushöre, eben gerade aus dem Verfassungsbogen wieder herausfällt? Na, der Witz der Geschichte wäre, wenn wir in eine Situation kommen wie 2000, die ÖVP oder der Herr Kurz will mit, weil dann niemand mehr übrig ist, wieder mit der FPÖ koalieren, aber nicht mit Kickl. Und dann kommen wir vielleicht in dieselbe Situation, wie wir ja schon waren, nicht mit Heiner. Bitte, das sind instabile Verhältnisse für dieses Land, die wirklich, worüber man wirklich besorgt ist. Wobei der Herr Kickl schon sehr situationselastisch sich erwiesen hat, nicht, weil ich erinnere daran, dass er ja immer ein sehr harter, um nicht zu sagen radikaler Oppositionspolitiker war. Und im Jahr 2017, 2018 ist er sehr wohl als Innenminister in eine Regierung eingetreten und hat versucht, sich dort wohl zu verhalten. Es ist ihm ja eh nicht gelungen. Ich erinnere an die BVD-Razzia oder an sonstige Dinge. Also ich habe auch immer die Meinung vertreten, es hätte viel bessere Gründe für den Herrn Kurz damals gegeben, die Koalition mit den Freiheitlichen aufzukündigen als Ibiza. Ich meine, Ibiza war ja war ganz lustig, nicht? Aber die Razzia im BVD, die war eigentlich staatsfreiheitlich. Lustig war Ibiza nicht. Naja, es hat einen gewissen kabarettistischen Wert gehabt, würde ich schon sagen. Das habe ich bei der BVD-Razzia, die eigentlich sehr schlimm war, habe ich das, also, da habe ich nicht einmal diesen kabarettistischen Wert gesehen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, muss ich schon klar sagen, auch wenn das jetzt den Herrn Mölzer sehr freut wird, natürlich ist die FPÖ innerhalb des Verfassungsbogens, würde ich sagen. Das Diktum des Andreas Kohler damals bezogen auf die Dritte Republik, die Jörg Haider wollte, nämlich einen kompletten Umbau unserer Bundesverfassung und unserer Betriebsanleitung, das will Herbert Kickl nicht. Also ich glaube, das geht gar nicht so weit, verfassungsrechtliche Überlegungen. Der will momentan ein bisschen mal Stimmen maximieren und Macht maximieren. Potenziell ist er damit ein Koalitionspartner, weil er innerhalb der Verfassung ist. Außerdem jede Partei innerhalb im Nationalrat, muss man mal prinzipiell sagen, ist innerhalb des Verfassungs. Es kann dem Herrn Kickl leider nur eines passieren, also leider für ihn, dass wenn die nächsten Wahlen wirklich erst in 3 Jahren stattfinden, dass dann möglicherweise kein Mensch mehr über Corona redet oder zumindest nicht über Tests und Impfungen und so weiter, dass den Leuten das dann schon relativ egal ist und dass der Herr Kickl mit diesem Kurs einfach sozusagen einfach nur in einer Nische von irgendwelchen Skurrilos sich umtut, aber keine Massenbewegung mehr auslöst. Ja, aber da hat der Herr
Herr Mölzer recht. Wenn wir wieder in einer Flüchtlingssituation, wenn wir wieder auf das zugehen, kann Corona vielleicht das kann vergessen der Herr Kurz werden, aber auch die andere gut. Situation würde der FPÖ wieder das, helfen. Das kann der Herr Kurz auch ganz gut. Kommen wir noch ganz kurz, noch bleiben wir bei dieser Frage noch, was der Zugang der anderen Parteien ist zu den Entwicklungen heute. Irgendjemand hat in der Runde jetzt gesagt, Kickl ist in Wirklichkeit der Garant. Sie haben das gesagt, dass Sebastian Kurz natürlich bleibt und nicht, dass er weg muss, wenn er stärker wird und jetzt die Partei, so wie sich das abzeichnet, übernimmt. Ist das auch ein bisschen der Weg, dass es für zwei Parteien, Sie haben gesagt, die ÖVP wird wohl sagen, wir koalieren schon mit der Freiheitlichen Partei, nur nicht mit einem Parteichef Kickl, der dann Vizekanzler ist oder so. Für die SPÖ, die immer wieder versucht hat, in den letzten Jahren irgendeine Brücke zur FPÖ zu schlagen mit Kommissionen und richtungsweisenden Papieren, Kompassen, Wertekompassen und so weiter, die jetzt wieder ein großes Stück weg ist von der Annäherung zur FPÖ. Heißt das, dass das den Weg ebnet zu alten rot-schwarzen Verhältnissen oder schwarz-roten Verhältnissen, so ein bisschen eine Wiederkehr der Geschichte ist in eine Koalition, wie wir sie kennen, zwischen SPÖ und ÖVP, mit welchen Vorzeichen auch immer? Ja, wenn die SPÖ dann die einzige Partei ist, die übrig bleibt, mit der die ÖVP koalieren könnte, natürlich. Aber ich meine, alles andere würde wahrscheinlich die SPÖ zerreißen. Ne? Aber ich würde eigentlich die jetzige Regierung nicht abschreiben, so wie Filzmaier hat das in der ZIP 2 gesagt. Ich meine, die ÖVP und die Grünen sind beide momentan in einer Abwärtsbewegung in den Umfragen. Abzuschreiben werden sie nur bei Neuwahlen jetzt in der Sekunde. Viel blöder könnte man nicht sein, als jetzt einen Wahlen vom Zaun zu brechen. Ja. Das werden sie schlicht und ergreifend nicht tun. Darum, glaube ich, stellt sich die Frage einer Koalitionsneubildung in Zukunft nicht. Aber wie die Frau Rohrer vorhin gesagt hat, es drohen instabile Verhältnisse, weil der Kurz hat ja bald alle Parteien durch. Nicht? Und die Frau Rendi-Wagner wird vielleicht ganz gerne in die Regierung einsteigen. Das kann sie aber nicht, weil ihre Partei würde möglicherweise nicht folgen. Da bleiben ja wirklich nur mehr die Freiheitlichen mit dem Herrn Kickl über. Nicht? Und das ist dann keine sehr tolle... Das trifft sich jetzt, weil ich zum Schluss noch ein wenig die Wahrscheinlichkeit der Neuwahlen ausloten wollte, Herr Mölzer, und gleich auch Ihnen das Wort geben möchte. Ja. War das ein bisschen sozusagen ein zu sehr oder zu stark ins Treffen geführtes Argument, dass es diese allfälligen Neuwahlen jetzt bald geben könnte und damit Herbert Kickl die Begründung für sich selbst geliefert hat, jetzt diesen Anspruch zu stellen, endlich als Spitzenkandidat bezeichnet zu werden, obwohl es weit und breit keinen Wahlkampf offiziellerweise gibt. Halten Sie es für wahrscheinlicher oder für doch nicht so wahrscheinlich wie Herbert Kickl, dass diese Neuwahlen kommen, für die man einen Spitzenkandidaten jetzt gebraucht hätte? Es mag ja sein, dass das ein Motiv gewesen ist, für Herbert Kickl da offensiv zu werden. Aber diese Frage hängt ja im Wesentlichen vom Bundeskanzler ab. Ob Sebastian Kurz sich demontieren lässt von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft stückchenweise oder ob er etwas dagegen unternimmt und eventuell in Neuwahlen oder auch einen fliegenden Wechsel flüchtet. Aber schauen Sie, anschließend das, was der Herr Koller gesagt hat, muss man das eine sagen, vielleicht kommt die Situation, wenn die FPÖ, wie er sagt, auf Stimmenmaximierung setzt, wo man zwar wieder mit der ÖVP koaliert, wo sich aber nicht die Frage stellt, ob ohne Kickl oder mit, sondern die Frage, ob es ohne Kurz ist. Ne? Und wer weiß, wie die Dinge sich entwickeln.